Hallo, hallo, hallo. Wie man sehen kann, sitze ich gerade in der Warteschleife und warte darauf, auf den Server zu kommen. Also wird eine Weile dauern und deshalb dachte ich, dadurch mache ich mal ein kurzes Video zu den aktuellen Nachrichten, die es halt doch gab in den letzten Tagen. Ich konnte es halt am Wochenende nicht machen, weil ich ja gespielt habe. Und wie man sieht, immer noch spiele. Aktuell würde ich sagen, bin ich. Ich habe gerade den dritten Dungeon beendet. Ich habe Sage auf Level 85. 85. Von daher bin ich recht zufrieden mit dem, was ich machen konnte. Ich hatte relativ wenige Probleme mit den Servern, abgesehen von einigen Wartezeiten. Mein Plan, wie ich mir das vorgestellt hatte, ist relativ aufgegangen. Ich habe mich sozusagen, meine Homeworld ist Leviathan auf Primal. Allerdings habe ich mich, als die Server runtergefahren wurden, habe ich mich auf Famfrid ausgeloggt. Famfrid ist der Server mit einer sehr geringen Spieleranzahl. Und das hat sich dann halt tatsächlich auch bewahrheitet. Ich habe jetzt nicht unbedingt, ich glaube, das höchste an Queue, was ich gesehen habe, für mich war um die 2000. So die Wartezeit ist also relativ gering. Nichtsdestotrotz wird das ungefähr eine Stunde dauern und dementsprechend schauen wir uns die News an. Zack! Genau hier. Als allererstes. Heute ist der aktuelle das aktuelle Veröffentlichungsdatum für Endwalker. Herzlichen Glückwunsch! Und dann schauen wir uns ganz schnell die Bilder an. Das war für Tag 4, Tag 3, Tag 2, ja, das ist wirklich. Tag 1 und das letzte Bild, was sie uns gegeben haben. Der Paladin. Ja, man weiß bereits mit den Servern, wie das alles, dass es alles ein bisschen schwierig ist. Leider ist auch einiges von der Geschichte schon wurde gedatamined. Das ist sehr denglisch, aber mir fiel kein anderes Wort ein. Und ich war ganz schnell aus dem Reddit draußen, wo ich gesehen habe, dass sie das halt tatsächlich schon daraus geholt haben. Von daher, das war ein bisschen schade. Naja. Genau, hier ist die Anleitung zu der Registrierung. Das hatten wir jetzt schon mal gemacht. Nichtsdestotrotz, die Codes sind heute rausgegangen. Für diejenigen, die auf der PlayStation spielen, das wird automatisch gemacht. Für alle anderen, die müssen halt den Code im in der Mockstation eingeben. Die Mockstation sieht in der Zwischenzeit auch ein bisschen anders aus, denn sie hat eine Designänderung bekommen. Und es ist ein bisschen einfacher, auch den Code dort einzugeben, denn wenn man sich dort einloggt, in der Hauptseite sagt es bereit, möchtest du den Endwalker-Code eingeben. So, da ist es dann nicht ganz so schwierig dieses Mal. Und dann. Werden wir eine Kompensation bekommen, dass wir 7 Tage Spielzeit bekommen, weil die Warteschleife oder Wartezeit so lang ist. Die 7 Tage kostenlose Spielzeit wird an alle Spieler vergeben, welche die unten stehenden Konditionen zu erfüllen haben. Berechtigte Dienstaccounts, Final Fantasy 14 Dienstaccounts, welche am 7. Dezember die folgenden Bedingungen erfüllen, also heute. Die Vollversion von Final Fantasy 14 muss registriert sein und ein gültiges Abo bestand am oder nach dem 3. Dezember. Vergebene Spielzeit. Wenn ein aktives Abonnent besteht, wird das Enddatum um 7 Tage verlängert. Zusätzlich abgeschlossene Abonnents wie der Gehilfendienst werden ebenfalls um 7 Tage verlängert. Wenn kein aktives Abonnent besteht, werden 7 Tage Spielzeit hinzugefügt.
Der Zeitpunkt der Entschädigung sequenziell beginnt am 7. Dezember um 9 Uhr. Aufgrund der hohen Anzahl an Dienstaccounts wird die Vergebung der Spieltage vermutlich 2 bis 3 Tage andauern. Wir bedanken uns und ich kann meine eigenen Worte essen, denn ich war dann doch sehr überrascht, dass sie uns eine Kompensation gegeben haben. Denn im Endeffekt, weil während die Wartezeit relativ hoch war, es war jetzt nicht unerwartet. Ich bin echt überrascht, dass Leute so wirklich, für einige das total unerwartet war. Denn ganz ehrlich, wir hatten sowas schon mit Shadowbringers. Vielleicht nicht unbedingt in der Zahl von 20.000 Leute warten, aber wir hatten definitiv Zahlen in Höhe von 10.000. Von daher, es ist nicht unerwartet. Nichtsdestotrotz, es ist sehr nett, dass wir alle 7 Tage dazu bekommen. Was haben wir noch? Es gab eine Notwartung der Login-Server. Für mich war das halt am frühen Morgen, von daher, ich habe es nicht mal mitbekommen. Und für die meisten, falls jemand von euch arbeiten musste, habt ihr das vermutlich auch nicht mitbekommen, denn es war um 13 Uhr. Haben wir noch irgendwas hier? Die Anmeldung, Countdown, Registrierung. Die Sieger für die 20. Saison von The Feast stehen fest. Und dann könnt ihr das auf der Rangliste nachlesen, für diejenigen, die das interessiert. Auch hier wird nochmal gesagt, das wird die letzte Season sein für The Feast. The Feast fällt weg. Und das war's erstmal. Ich werde nochmal ein bisschen genaueres machen nächstes Wochenende, wo wir dann nochmal genauer auf einige Sachen eingehen werden. Denn ich werde jetzt zurück in meine Warteschleife gehen und darauf warten, dass ich... Spoiler machen kann. Okay. Ich wünsche allen einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Wochenende. Ciao.